Ich denke, wir können mit dem ersten Panel des Tages beginnen. Ich sage allen herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Pause. Erste Panel heute, das sind EU-Grenzen, Digitalisierung, Grundrechte. Also, ich freue mich, dass wir hier wieder vereint sind im Saal. Wir haben Alexandra Gese unter uns, Mitglied des EU-Parlaments seit 2022, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Grünen, EFA. Und sie ist im Ausschuss für VerbraucherInnenschutz, hat einen Mastertitel in Sozialwissenschaften und auch einen Dolmetscherabschluss von der Hochschule Köln. Und sie ist von Brüssel aus zugeschaltet. Nun haben wir einen weiteren Gast aus Italien, Caterina Rodelli, EU-Politik-Analystin bei Access Now. Alle, die es nicht wissen, eine globale Organisation, die sich für Menschenrechte im digitalen Zeitalter einsetzt. Sie ist in Brüssel ansässig, kümmert sich auch um die Themen, die wir heute schon besprochen haben, Datenschutz etc., Intersektion, Technologie, Grenzen und die Rechte von Personen, die mobil sind. Sie hat einen Masterabschluss zu Themen ebenfalls im Bereich Migration. Und Caterina, herzlich willkommen. Mit uns hier im Saal Lena Rohrbach. Sie ist Referentin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter und Waffenkontrolle von Amnesty International. Sie war auch Kampagnerin, Journalistin. Sie war auch Sprecherin für die Piratenpartei. Sie hat Geschichte, Philosophie, Sozialwissenschaften in Berlin studiert und hat einen Abschluss der Universität Nottingham. Und ich möchte mich auch vorstellen, Monika Remé. Ich freue mich sehr, hier moderieren zu dürfen während der zwei Panels. Das letzte Mal, dass ich das mit dem Gunda-Werner-Institut getan habe, da ging es ums Völkerrecht, legale Instrumente. Inwieweit können Sie MigrantInnen helfen, ihre Rechte einzufordern? Und heute hier bei dem ersten Panel ist es genau das Gegenteil. EU-Gesetzgebung, inwieweit sie dazu dient, MigrantInnen ihre Rechte zu entziehen, also paralleles System, das hier existiert. Wir haben das schon angesprochen. Wir werden über die legalen Mechanismen sprechen. Wir werden die Verbindung untersuchen und wir wollen auch dem Ganzen aufspüren, inwieweit hier noch koloniales Erbe drin zu verorten ist. Und wir haben hier den theoretischen Rahmen, geben nun den gesamten legalen Gesamtzusammenhang und wir werden nun auch diese im zweiten Panel die eher theoretischen Ansätze mit einbringen. Also es wird hier sehr viel mit EU-Technik-Termini zu tun haben. Es wird ein bisschen politisch dunkel werden. Ich versuche sicherzustellen, dass alle hier mit an Bord bleiben, während wir hier diese komplexen Dinge besprechen. Und es gibt auch Hoffnung am Ende und cyber-utopische Vision am Ende der Konferenz. Also Debatte hier für eine erste schnelle Runde würde ich Alexandra bitten zu sagen, warum wir über die Digitalisierung derzeit reden müssen, Digitalisierung der EU-Grenzen. Was geschieht dort gerade? Ja, danke schön für die Einleitung. Das Echo, was ich höre, ist sehr laut, aber jetzt geht's besser. Dankeschön für die Einführung. Guten
Tag alle miteinander. Ja, warum müssen wir über die Digitalisierung der EU-Grenzen derzeit sprechen? Politisch betrachtet, Migration, Sicherheit, das sind die Hauptthemen innerhalb des EU-Rechts. Die extreme Rechte hat sich vor allem seit 2015 dieser Themen angenommen. Konservative Kräfte, ebenfalls Sozialdemokraten, haben eine Vision entwickelt, die weniger Menschenrechten Rechnung trägt. Also wirklich hier politisch eine wichtige Angelegenheit. Was ist passiert? Wir haben gesehen, Digitalisierung der Grenzüberwachung, das beginnt schon in 9/11 und mal eine erste Bemerkung, das gilt auch der Überwachung des Flugverkehrs, der Datenerfassung von FlugpassagierInnen und algorithmische Auswertungen, Profiling für Passagiere, die vorgenommen worden ist. All das ist nun noch weiter und es hat sich in den letzten 10 Jahren abgezeichnet. Die Internationale Migrationsorganisation hat festgestellt, dass 50.000 Personen ihr Leben verloren haben bei dem Überqueren der Grenze. 25.000 sind im Mittelmeer gestorben. Also digitale Technologien sollen eingesetzt werden, um Menschen zu retten. Aber das geschieht nicht. Wir haben gesehen, 10.000 Asylsuchende wurden zurückgedrängt an den Grenzen in den vergangenen Jahren, an den EU-Ausgrenzen, häufig auch durch EU-Nachbarländer wie Tunesien, Libyen und auch dies dank der Technik finanziert mit Geldern der EU. Und anscheinend wird die Lage kaum besser werden mit dem neuen Migrations- und Asylpakt. Diese Instrumente werden eingesetzt zur Grenzüberwachung. Das bedeutet, es gibt unbemannte Fahrzeuge, die patrouillieren. Es gibt hier ein Überwachungsprojekt mit Robotern. Das ist das RoBorder-Projekt. Und es gibt prädiktive Instrumente, um festzustellen, wo MigrantInnen sich hinbewegen, digitale Fingerabdrücke, das wurde schon verwendet, biometrische Daten wurden verwendet zur Identifizierung, Gesichtserkennung, all das wird immer weiter fortgeschritten. Eine Datenbank ist eingeführt, um alle Datenbanken, die existieren, miteinander verbinden. Es gibt EU-geförderte Projekte, Algorithmen werden eingesetzt, auch gibt es die sogenannten Lügendetektoren. Und was hier vor allem zunimmt, ist erstens die Tatsache, die Migration, also wird wahrgenommen als eine Bedrohung der Sicherheitslage. Das muss man unter Kontrolle bekommen. Das ist so die politische Botschaft dazu. Es wird hier als Bedrohung dargestellt. Es wird nicht gesagt, dass das Ganze eine legitime Grundlage hat. Das ist etwas, wir wissen das, dass das durchaus fragwürdig ist. Die KI-Technologien werden für Personen hier eingesetzt, die sich nicht verteidigen können, arme Menschen. Vor allem sind hier Opfer. In den USA haben wir erst Fälle beobachtet, in den Niederlanden Personen, die nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen. Das ist das, was uns hier besorgt. Nicht nur eine Bedrohung für die Menschenrechte, sondern es ist auch potenziell die Grundlage, dass insgesamt die Gesamtbevölkerung darunter zu leiden hat. Alexandra, vielen Dank. Das waren schon recht viele Aspekte. Bestimmte Begrifflichkeiten werden hier erneut fallen. Biometrisches Scannen, das wird man hier am Nachmittag selbstverständlich wissen. Und auch diese prädiktiven Instrumente, all das wird noch einmal fallen. Vielen Dank. Auch 9/11, 11.
dass das nochmal genannt worden ist, dass der 11. September hier der Wendepunkt war in Bezug auf die Grenzüberwachung und all diese Techniken, die du noch einmal erwähnt hast, dass sie auch zugleich für privilegierte Reisende verwendet werden und dann halt eben für alle zum Einsatz kommen. Wir haben schon gehört während des Panels, wir wollen uns hier konzentrieren auf diese zwei Gesetze, also das Gesetz und das Pakt, diese EU-Instrumente, die kürzlich verabschiedet worden sind und die also Digitalisierung versuchen zu nutzen für die Migrationsüberwachung. Lena, ich möchte dich zuerst zu Wort bitten von Amnesty International. Es wurde hier gesagt, es sei enttäuschend gewesen, dass erst einmal die Industrie hier bedient wird, bevor man versucht, die Menschen zu schützen. Vielleicht kannst du uns erklären, was dieses EU-KI-Gesetz genau ist. Denn EU-Gesetz, das ist für viele unter uns hier mal schwierig nachzuvollziehen. Und dann halt, was die besonders problematischen Aspekte sind, wenn es hier um die Grenzkontrolle geht. Dankeschön. Ja. Ich möchte gleich zu Beginn eines verraten. Es ist eine verpasste Gelegenheit, dringende Bedürfnisse hier in Bezug auf die Regulierung, wenn es um den Schutz für Menschen geht, die mobil sind. Also ein Gesetz hat im Vorfeld das erst ein Ansatz, der auf eine Risikoevaluierung basiert, zugrunde hat. Es gibt mittelfristige Risiken, also es gibt hier Auswertungen, zum Teil wird festgestellt, es gibt kein Risiko, dann gibt es ein mittelgroßes Risiko, dann denkt man erst einmal, das ist doch alles gut ausgerichtet, wenn es hier um den Schutz der MigrantInnen geht. Natürlich sind sie hohen Risiken ausgesetzt, wenn sie nach Europa reisen. Das sollte nicht so sein, aber Europa hat das so hinbekommen, dass dies eine große Gefährdung ist. Dann gibt es die Migrationsgesetzgebung, Behördung. Es hat ja auch mit Grundrechten zu tun und man muss es so betrachten, dass eigentlich sie viel Schutz erhalten sollten aufgrund des KI-Gesetzes, aber genau das Gegenteil passiert. Es wird ein Rahmen geschaffen für die Behörden, für die Polizeibehörden. KI ist verboten in vielen Bereichen, aber hier Migrationsbehörden dürfen das verwenden. Ein Beispiel ist hier Gefühlerkennung, sehr diskriminierende Auswirkung hat das Ganze. Es wurde schon ausprobiert in Europa, beispielsweise das virtuelle Projekt der Kontrolle aus der Luftperspektive, um zu schauen, wo die Migrationsflüsse hergehen. Gesichtserkennung, Technik kann von Migrationsbehörden und Durchsetzungsbehörden verwendet werden. Erst denkt man, ja, das ist doch eine neutrale Technologie. Nein, das ist nicht der Fall. Auch schon in der Keynote wurde das angemerkt. Amnesty International hat hier Forschungsarbeiten durchgeführt in Bezug auf den Einsatz der Gesichtserkennung in Hyderabad in Indien, New York City, im Osten Jerusalems, Hebron, da konnte man klar nachweisen, dass Gesichtserkennungstechnologie vor allem gegen Menschen eingesetzt wird. Und wir wissen, es ist sehr fehleranfällig. Frauen, Kinder, Menschen mit einem Handicap, LGBTQI, es finden hier Vorerfassungen statt, auch in Bezug auf die Transparenz, die eigentlich gewährleistet werden soll. Es gibt eine EU-Datenbank. Die Behörden sollten
dort bestimmte Fälle vordefinieren, also auch klar erfassen, wen gibt es, welche Organisation, wie werden erfasst, und dann könnte man eigentlich wissen, im Vorfeld hier, die haben mit diesem und jenem zu tun, aber es gibt nun wiederum andere, die haben keinerlei Verpflichtung, sich hier anzugeben und sich hier auszugeben mit all ihren Eigenschaften. Es wird an und für sich gesagt, es geht hier um nationale Sicherheit, eine Begrifflichkeit, die häufig im Zusammenhang der Migration verwendet wird. Und KI-Gesetz, gerade da, wo es zur Anwendung kommen sollte, kommt es nicht zur Anwendung, und dann geschehen Menschenrechtsverletzungen. Also es gibt dieses Rahmenwerk in der Zukunft, was ist zu erwarten? Ich fürchte, nichts Gutes ist zu erwarten, was KI tut. Häufig ist es ein Brennglas. Also Probleme, die schon existieren, werden noch verschärft. Und es gibt die Fälle von Diskriminierung auch im Justizsystem. Die KI lernt das, und dann geht es zur üblichen Praxis über. KI wird verwendet zum Zweck, dass Prozesse beschleunigt werden können und effizienter gestaltet werden können. Und man schaut nicht danach, ist es hier ein Verfahren, das zu einer Menschenrechtsverletzung führt. KI macht dann einfach Menschenrechtsverletzungen effizienter. Ich denke, es wurde auch hier bereits schon gesagt, als wir von aufkommenden Technologien gesprochen haben. Wir müssen dann auch ständig den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang betrachten, wie genau erfolgt die Anwendung. Und hier KI-Gesetz, gut, es gibt Rückdrängungen an der Grenze. Es gibt eine Erosion des Asylrechts. Und je mehr Technologie man hier verwendet, je mehr KI man hier einsetzt, desto mehr Menschenrechtsverletzungen werden diesbezüglich begangen. Dankeschön, Lena. Ich habe schon gesagt, hier werden wir einige dunkle Dinge zu hören bekommen, aber wir werden uns auch mit hoffnungsvollen Themen befassen. Aber das ist nun mal die Bestandsaufnahme zum jetzigen Zeitpunkt. Katharina, möchtest du was hinzufügen? Ich weiß nicht, ob du vorhin die Keynote-Rede hast gehören können. Hier wurde schon heute Morgen der Techno-Koalition, die im Februar 23 begonnen hat, gesprochen, wo nochmal klar gesagt werden sollte, dass das KI-Gesetz vor allem Schutz gewähren sollte, und das sollte sichergestellt werden. Also nun möchte ich dich fragen, ob du hier zu Lenas Analyse noch etwas hinzufügen kannst in Bezug auf die Gefährdung von Menschen, die sich fortbewegen. Ja, Lena hat schon eine gute Übersicht gewährleistet, hat die problematischen Punkte hervorgehoben der Gesetzesgebung, hat gesagt, wie hier doppelte Standards eingeführt werden, wenn es hier um den Schutz geht, der dadurch eingeführt werden soll. Es wurde hier klar erklärt, inwieweit es hier einen Ansatz gibt, wo eine Gefährdungsanalyse stattfindet. Was das genau bedeutet, möchte ich sagen. Wir haben es inzwischen normalisiert. Ein System, Risk-Evaluierung findet statt. Wir haben bisher aber nicht analysiert, wer stärker gefährdet sein könnte als der andere. Also Risiko, das ist mit den Grundrechten. Grundrechte werden die auf alle angewendet. Risiken, auch das gilt nicht gleich für alle Menschen. Es gibt Personen, die können mehr Risiken aushalten. Die sind dort nicht so schwach, das geht für sie. Und dann sehen wir die Gesetzesgebung,
schützt die einen, die andere nicht. Es gibt Gruppen in der Gesellschaft, da wird von ausgegangen, wenn sie einem Risiko ausgesetzt sind, das ist dann nicht so schlimm, wie wenn andere Gruppen einem Risiko ausgesetzt sind. Also Alexander hat es auch gesagt, also es gibt hier diese Normalisierung, dass man einfach davon ausgeht, sie können ein höheres Niveau an Gefährdung aushalten. Diese Begrifflichkeiten sollen wir stets mit im Hinterkopf behalten. Noch ein paar weitere Punkte, die ich gerne hinzufügen möchte. Also hier die Koalition, die Organisation zum Menschenrechtsschutz, zum Schutz von MigrantInnen. Es gibt weitere Dinge. Im Parlament konnten wir dafür keine Bresche schlagen. Die Gefährdungsanalyse wegen der Verfahren konnten wir schon sehen. Hier ein Schengen-Visum beim Verfahren, Beantragung. Da werden die Kandidatinnen automatisch einem Profiling ausgesetzt, um zu sehen, wer könnte die öffentliche Sicherheit gefährden. Wir haben gesagt, dass diese Art von Systemen diskriminierend sind und verboten werden müssten. Aber das EU-Parlament hat darauf nicht reagiert. Ein anderes System, wir wollten auch darauf die Aufmerksamkeit lenken in der gesamten Gesetzgebung. Das sind diese Instrumente, prädiktiven Instrumente, um vorherzusagen, wohin Migrationsflüsse gehen. Auch das wurde hier im Rahmen von EU-Forschungsprojekten schon weitestgehend untersucht. Hier Eyeborder-Projekt wurde erwähnt. Andere Projekte wurden ebenfalls durchgeführt, um zu schauen, wie man diese prädiktiven Instrumente einsetzen kann. Wir haben gesagt, dass diese Systeme auch dazu führen, dass bestimmte Dinge normalisiert werden. Umgang mit illegitimen Migrationsbewegungen und in dem gesamten Gesetzestext wird hier nicht auf alle Punkte eingegangen. Und um zu wissen, wie MigrantInnen auszuschließen, dass sie nicht geschützt werden können. Von Anfang an, als das Gesetz eingeführt wurde, es wurde eine Ausnahme geschaffen, KI-Systeme, Migrationsdatenbank, wenn man Digitalpolitik sich damit auskennt. Es gibt bestimmte Systeme, beispielsweise um Fingerabdrücke zu speichern. Datenbankspezielle gibt es dazu, um weitere Informationen über Migrantinnen zu speichern. Also Eurodac spielt hierbei eine Rolle. Und es geht um das automatische Auswertungssysteme, Automatisierungen. Diese Systeme waren nicht von dem EU-Gesetz betroffen. Parlament hat diesbezüglich Widerspruch eingelegt. Das System wird weiterhin so funktionieren wie geplant. Und bis 2023 erst müssen sie dem EU-Gesetz ausgesetzt werden. Aber sie haben noch 6 Jahre Zeit, können geschult werden. Und man kann in diesen 6 Jahren kaum die Schwachstellen, die es gibt, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden könnten, austilgen. Vielen Dank, Katharina. Viele Punkte, von denen wir hier gehört haben, auch während der Keynote-Rede, die treten hier nun lebendig vor Augen, beispielsweise wie opak Technologie ist, wie das Ängste schürt. Das alles wird nun klar und deutlich. Man sieht auch nunmehr, dass Leute nicht
als Menschen an und für sich betrachtet werden, dass es hier Data Profiling gibt. Also auch noch bei dem zweiten Panel werden wir darüber sprechen, inwieweit das hier auch mit Kolonialerbe zu tun hat, wie man hier verschiedene Rechtssysteme bereitstellt, also die Menschen in Kategorien fasst. Das kennen wir aus der Kolonialzeit. Kommen wir zurück auf die Frage. Die Dehumanisierung von MigrantInnen, also in die guten und wertvollen MigrantInnen und die, gegenüber den anderen und MigrantInnen gegenüber Nicht-MigrantInnen, was auch immer das dann heißt, das geht dann auf die Abstammung zurück. Also im schlimmsten, das ist der schlimmste Fall, aber Alexandra, es ist uns eine Freude und auch eine große Gelegenheit, Sie bei uns zu haben heute und in der Lage zu sein, über die Verhandlungen des EUKI-Gesetzes zu sprechen. Also ich habe ja schon gesagt, dass Sie im EU-Parlament sitzen. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, warum die MigrantInnen bestimmten Risiken und Technologien ausgesetzt werden, vor denen der Rest Europas geschützt wird. Und warum ist es so schwierig, im Verhandlungsprozess den MigrantInnen den gleichen Schutzstatus zu geben oder auch unmöglich, wie es scheint derzeit? Naja, ich denke, Katharina und Lena haben schon ganz gut erklärt, was bei den Verhandlungen passiert ist. Also das Parlament hat am Anfang einige Verbote mit eingeschlossen, die wurden dann aber fallen gelassen. Und dann kommt natürlich irgendwann der Trilog. Und die Diskussionen im Parlament waren besser als im Rat, aber das Endergebnis ist natürlich überhaupt nicht zufriedenstellend. Warum ist das so? Das ist natürlich eher eine politische Frage. Ich werde jetzt also nicht die Details noch einmal erklären, die Katharina und Lena schon erklärt haben, aber natürlich spielt auch das koloniale Erbe eine Rolle. Das ist unbewusster Rassismus, der sicherlich noch stark präsent ist bei den Menschen. Und auf dem nächsten Panel wird das ja auch noch erörtert, wenn ich das richtig verstanden habe. Also aus politischer Sicht ist das einfach eine stark rechtsgerichtete Agenda. Man will Migration nicht als Chance oder als Menschenrechtsfrage betrachten, sondern nur als Bedrohung für die Sicherheit. Und das ist natürlich ein sehr mächtiges Narrativ für rechtsgerichtete PolitikerInnen, denn alles, was Angst in der Bevölkerung schafft, stellt natürlich auch sicher, dass man eine große Reichweite auch in den sozialen Medien hat. Und dadurch sind die Rechten in den sozialen Medien in vielen Ländern Europas so erfolgreich. Und das haben wir am Sonntag ja auch bei den Wahlen als Ergebnis gesehen. Und das ist auch in gewisser Weise ansteckend, denn die Konservativen fühlen sich jetzt gezwungen, auch in diese Richtung zu gehen, um diese erfolgreiche Strategie auch zu übernehmen und unter dem Deckmantel Sicherheit zu schaffen. Und dadurch nehmen die Konservativen dieses Narrativ an, dass es hierbei nur um eine Bedrohung für die Sicherheit geht, bei der Migration. Also sie übernehmen komplett das Narrativ. Und sobald dieses Narrativ sich verbreitet hat, dass quasi ein dunkles, böses Monster an der Grenze der EU steht, was rein will, in dem Augenblick hat man die Menschen natürlich komplett entmenschlicht, über die man spricht. Das heißt, es scheint so, als würden wir nicht mehr über Menschen sprechen, sondern die Art der Worte, die genutzt wird, also Flut oder Strom, das sind alles Wörter, die die Menschen entmenschlichen. Und das repräsentiert und reflektiert eine Bedrohung für Europa, auch diese unkontrollierte Migration. Das haben die Konservativen ja komplett für sich auch übernommen von der Rechten oder auch die illegale Migration. Denn sie ist ja nicht illegal, wenn Menschen um Asyl erbitten. Also das ist absolut legal, wenn sie das machen. Aber die Konservativen sprechen und auch die Liberalen sprechen von illegaler Migration und von diesen unkontrollierten Strömen. Und sobald man das
platziert hat, dann gibt es ein Gefühl der Unsicherheit auch in der Bevölkerung in Bezug auf Migration. Und deshalb will natürlich die Bevölkerung dann letztendlich auch, dass das Ganze kontrolliert wird. Also es kommt zu einer Entmenschlichung und die Anwendung von intransparenter Technologie, damit versucht man jetzt quasi das alles zu kontrollieren. Und das macht es eben so schwierig, auf Ebene des Narrativs hier einfach zu sagen, nein, es geht hier wirklich um Menschen. Es geht um Menschen, die Menschenrechte haben, die Grundrechte haben. Und ich denke, deshalb sind diese ganzen Ausnahmen auch im KI-Gesetz eingeführt worden. Und in der Öffentlichkeit wurde darüber gar nicht so gesprochen. Also es war ein KI-Gesetz, da geht es um die Kontrolle der Technologie, also Begrenzung der Technologie und auch Sicherheitsmaßnahmen für die Bevölkerung. Aber das gilt natürlich alles nicht für die MigrantInnen. Und das ist sehr problematisch. Und ja, es wird mit Sicherheit noch schlimmer werden, denn wir sehen ja die Wahlerfolge der extremen Rechten. Ja, vielen herzlichen Dank, Alexander. Ich denke, das ist auch aus feministischer Perspektive ein sehr interessanter Punkt. Also diese Militarisierung des Diskurses insgesamt, den wir sehen, und dann natürlich auch im EU-KI-Gesetz. Das ist jetzt ein Punkt, wo man sehr drastisch diese ganzen Folgen sieht. Also vielen Dank dafür, dass Sie das KI-Gesetz und das, was dort mangelhaft ist, beschrieben haben. Jetzt möchte ich eigentlich zum zweiten Gesetz übergehen. Das ist der Migrations- und Asylpakt, der im Mai verabschiedet wurde, also vor den Wahlen. Das ist eine Reihe von Maßnahmen, um ein gemeinsames Asylsystem auf EU-Ebene einzurichten. Und der Pakt wurde allerdings weithin kritisiert. Auch die deutschen Medien haben gesagt, dass dort MigrantInnenrechte angegriffen werden. Auch diese Zentren, die eher wie ein Gefängnis sind in sogenannten sicheren Drittstaaten und so weiter, dass das die Rechte einschränkt. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass die Technologie- und Überwachungsaspekte eher weniger stark erörtert worden sind und auch weniger bekannt sind in Deutschland. Also, das möchte ich jetzt gerne mit Ihnen stärker beleuchten. Alexandra, wo sind die Hauptanknüpfungspunkte zwischen dem EU-KI-Gesetz und dem Migrationspakt? Ja, vielen herzlichen Dank. Also, Amnesty International hat einen guten Brief veröffentlicht von der Tech and Surveil Coalition. Und da geht es auch um die grundlegenden Rechte. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass der Pakt ein weites System des Datensammelns einführt und auch des automatischen Datenteilens. Das führt zu einer Massenüberwachung von MigrantInnen. Und der Pakt erlaubt auch eingreifende technologische Praktiken im Asylprozess, beispielsweise die Extraktion von Mobildaten im Asylverfahren. Und das bedeutet, kurz gesagt, dass sehr viele Daten von Flüchtenden gesammelt werden und durch die Ausnahmen im KI-Gesetz können diese Datensätze auch genutzt werden für Vorhersageinstrumente, Lügendetektoren und andere Überwachungsinstrumente. Ja, vielen herzlichen Dank auch dafür, dass intrusive, also eingreifende Technologien von Ihnen genannt worden. Katharina, vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen und die Rolle der Überwachung innerhalb des Migrations- und Asylpakets. Ja, vielen Dank auch Alexandra, dass Sie das Schreiben von Amnesty International angesprochen haben nach der Abstimmung. Also ich weiß nicht, ob alle sich so viel über den Migrations- und Asylpakt wissen. Wenn wir sagen, es ist ein Pakt, dann meinen wir damit, es ist eine Reihe unterschiedlicher Reformen. Also es sind bereits existierende Gesetze, wie das gemeinsame EU-Asylsystem, aber auch neue Gesetze. Also mit diesen neuen Bestandteilen werden neue Maßnahmen eingeführt in diesem Bereich. Also ich denke, es gibt 5, 6 verschiedene, also je nachdem, wie man das zählt, also wahrscheinlich 6 verschiedene Gesetze, die ganz drastisch die Art und Weise verändern werden, wie die Europäische Union Migration betrachtet und auch
Politik und politische Ansätze entwickelt. Also wie wird sich das jetzt verändern? Was ist jetzt das digitale Überwachungselement? Alexandra hat ja bereits einige Punkte angesprochen. Dieses neue Paket oder dieser Pakt konzentriert sich aber so stark darauf, auf die Inhaftierung und auf die Ausweisung. Also es geht nicht um Schutz, also es geht um die Legalisierung dieses kolonialen Ansatzes, diese Unterscheidung zwischen guten und schlechten MigrantInnen zu einer Normalisierung, dass der gute Migrant, dass man ihm helfen muss, als ihn zu befähigen beispielsweise. Und das ist das Narrativ. Auch die Vorhersage von Migrationsbewegungen ist natürlich etwas, was damit ermöglicht wird und auch befördert wird, denn in einigen Teilen der Gesetze wird auch die Erstellung von Statistiken von Ankommenden gefördert, also Statistiken, die dann auch für die Vorhersage von Bewegungen genutzt werden können und auch von verschiedenen Behörden eingesetzt werden können, um das Ankommen neuer Geflüchteter zu verhindern. Das heißt, das ist etwas, was wir dann schrittweise sehen werden, dass das passieren wird. Das wird Auswirkungen haben auf den Datenaustausch. Und wir sehen dann sicherlich, dass das auch maßgeblich an der Grenze wird. Also die Menschen haben ja das Recht, Asyl zu beantragen, wenn sie in die EU kommen. Aber sie werden dann zunächst einmal einen Screening-Prozess durchlaufen müssen. Ein Screening-Prozess, der das Ziel hat, herauszufinden, ob diese Person überhaupt Asyl beantragen darf oder nicht. Und dieses Screening geht mit digitalen Überwachungskomponenten einher. Das heißt, die Daten der Menschen werden gesammelt und überprüft gegenüber und abgeglichen mit bestehenden Datenbanken, ob jemand beispielsweise schon einmal um Asyl ersucht hat in der EU oder ein Visum beantragen wollte und das dann abgelehnt wurde. Also da gibt es auch noch eine andere Komponente, die nicht besonders klar ist, nämlich die Komponente des Profilerstellens. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass hier Profile erstellt werden, wenn man denkt, dass die Person vielleicht ein Sicherheitsrisiko ist. Außerdem biometrische Daten, auch von Kindern werden biometrische Daten gesammelt. Das ist also ein sehr sensibles Thema natürlich, insbesondere bei Kindern, aber insgesamt auch für alle, dass sie hier nicht die Handlungsobergewalt über ihre Daten haben oder Entscheidungsgewalt über die Daten haben. Und das kann sein, dass wenn man mit 9 Jahren beispielsweise ins Land gekommen, nach Europa gekommen ist, dass die Daten dann 10 Jahre, also bis man dann 18 und 19 ist, aufbewahrt werden. Das Ganze wird in Griechenland bereits getestet in diesen kontrollierten Zentren mit Wärmebildkameras und anderen. Man versucht herauszufinden, auch ob in den Camps irgendetwas passiert, irgendetwas vor sich geht. Und diese Daten werden auch zwischen verschiedenen Polizeikräften ausgetauscht und auch Asyl Behörden und also wir sehen hier wirklich, dass es eine große Verbindung gibt zwischen dem KI-Gesetz und dem Migrationspakt, denn einiges von dem wird direkt im KI-Gesetz reguliert oder auch verboten, aber das wird wiederum im Pakt beispielsweise ermutigt und gefördert. Wir sehen also hier Verbindungen, insbesondere auch in Bezug auf die Verhandlungen, also diese koloniale Herangehensweise, die das alles eben ermöglicht. Und es ist nicht nur ein Problem durch die extreme Rechte, die dieses Narrativ bedient, sondern auch das Zentrum oder auch die Mitte oder die Linke. Denn es gibt auch einige Teile der Linken, die dieser Gesetzgebung zugestimmt haben, auch diesem Konzept der sogenannten sicheren Drittstaaten, wie beispielsweise Libyen. Aber das ist natürlich kein sicheres Land. Aber hier wird die Küstenwache unterstützt, um zu verhindern, dass die Menschen nach Europa kommen. Und es ist natürlich auch eine Gelegenheit für die Politik, sich nicht mit der kolonialen Vergangenheit der EU, Europas zu befassen.
Also wir haben hier wirklich doppelte Standards und erlauben eben, dass die Dinge an der Grenze passieren und dass dort beispielsweise nicht die Menschenrechtsstandards aufrechterhalten werden. Und das hängt natürlich mit verschiedenen Aspekten zusammen, mit der Situation im Kongo und im Gazastreifen. Also die europäische Politik geht sehr selektiv mit der Frage der Menschenrechte um. Und das hat natürlich auch etwas mit der kolonialen Vergangenheit zusammen. Also man entscheidet hier einfach, welcher Teil schützenswert ist und welcher nicht. Oder also die Tatsache, dass wir uns unserer kolonialen Vergangenheit nicht stellen wollen und gemeinsam heilen wollen, also die Dinge, die unsere Vorfahren verübt haben, das führt natürlich dazu, dass sich das Ganze in der gegenwärtigen Politik der EU fortsetzt. Vielen herzlichen Dank, Katharina. Das war eine sehr starke Aussage. Und Lena, etwas, woran Sie auch bei Amnesty arbeiten, ist ja die Externalisierung der EU-Grenzen. Da spielen verschiedene Aspekte mit hinein. Und ein Aspekt ist die Technologie. Also welche Rolle spielt die Technologie im Prozess der Externalisierung der EU-Grenzen? Also, das erkläre ich gerne gleich, aber zunächst einmal möchte ich noch einen Aspekt hinzufügen zu dem, was Katharina gesagt hat, denn sie hat den Pakt angesprochen und gesagt, es gibt auch eine Veränderung der Eurodac-Regulierung. Also Kinder, die 6 Jahre alt sind, müssen bereits schon ihre biometrischen Daten angeben. Vorher waren das Kinder ab 14 Jahren. Und außerdem gibt es auch die Möglichkeit, Zwang zu nutzen, wenn andere Methoden versagen. Und wenn Mütter beispielsweise oder anders gesagt, es gibt Forschung an den zentralen Knotenpunkten in Italien, wo die Ankömmlinge ankommen, da übt die EU stärkeren Druck auf die EU-Behörden aus, um sicherzustellen, dass es eine zu 100-prozentige biometrische Registrierungsrate gibt, denn die lag teilweise drunter. Und das hat auch zu physischer Gewalt geführt. Also das hat Menschen traumatisiert und die Menschen wollten manchmal an diesem Punkt nicht ihre biometrischen Daten abgeben. Teilweise wurden sie mit Elektroschocks gezwungen und die Menschen haben gesagt, dass sie teilweise bewusstlos wurden und als sie wieder aufwachten, haben sie festgestellt, dass ihre Fingerabdrücke genommen worden waren. Das ist natürlich nicht die Regel, nicht der Standard, aber es passiert eben. Und es gibt keine Möglichkeit der Wiedergutmachung oder des Rechtsbehelfs hier. Und in Bezug auf die physische Gewalt, man muss einfach fragen, was ist, wenn jemand seine biometrischen Daten nicht abgeben möchte? Und dann kommt es zu physischer Gewalt. Darüber muss man natürlich auch sprechen. Aber ich wollte eigentlich einen anderen Punkt ansprechen, nämlich die Externalisierung der EU-Grenzen oder des Kontrollregimes. Es gibt also eine zunehmende Zahl von Migrationsabkommen mit Ländern außerhalb der Europäischen Union. Auch mit Tunesien, Marokko, Ägypten, Libyen, Türkei und anderen. Und diese Abkommen beinhalten auch das Auslagern von Asylverfahren oder auch anderen Verfahren im Bereich des Menschenhandels. Und solche Zusammenarbeit wird durch den Migrationspakt auch gefördert. Also dort werden Maßnahmen einerseits gefördert, die innerhalb der Union oder an den Grenzen durchgeführt werden, aber eben auch die Externalisierung der Grenzkontrolle oder des Migrationsprozesses und der Kontrolle dort. Also die meiste Migration findet ja in Ländern des globalen Südens statt, während die Europäische Union sich quasi zu einer Festung ausbaut. Und das geht natürlich einher mit Menschenrechtsverletzungen.
Also in der Vergangenheit war es so, dass Artikel 218 des EU-Vertrags Vereinbarungen zwischen der EU und Drittstaaten reguliert, beispielsweise beim Thema Migration. Aber Vereinbarungen mit Drittstaaten haben diese Vorkehrungen in der jüngsten Vergangenheit umgangen. Beispielsweise der Deal zwischen der EU und der Türkei, was als gemeinsamer Aktionsplan gekennzeichnet wurde, oder auch mit Libyen, da kam es zu einem Memorandum of Understanding. Und diese haben keinen Rechtscharakter. Und das macht es schwieriger, das Ganze rechtlich zu überprüfen oder auch Kontrollmechanismen dort anzusetzen oder einzuführen. Und Menschenrechtsverletzungen gegenüber Geflüchteten in der Türkei und Tunesien können also rechtlich nicht geahndet werden. Und es wird eben durch diesen neuen Migrationspakt gefördert. Und dazu kommt jetzt aber noch das KI-Gesetz. Das KI-Gesetz hat keine Exportdimension sozusagen. Also, was meine ich damit? Mit dieser Exportdimension meine ich, dass auch Technologien, die so riskant, als so riskant betrachtet werden, dass sie innerhalb der EU verboten werden, wie beispielsweise eine soziale Punktevergabe, Social Scoring, Dinge, die zu bestimmten Gefährdungen führen, die sind in der EU verboten, dürfen aber dennoch in andere Länder sozusagen exportiert werden und dort durchgeführt werden. Und es gibt auch einen anderen Rahmen, eine andere Regulierung, die das vielleicht verhindern sollte, aber sie ist eben nicht auf KI ausgelegt. Also, selbst die KI oder Technologie, die in Europa verboten ist, darf in andere Länder exportiert werden, auch in Länder, mit denen wir Abkommen geschlossen haben, die keinen richtigen Rechtscharakter haben. Und dann kann das nicht einmal kontrolliert oder rechtlich geahndet werden. Vielen herzlichen Dank, Lena. Das ist auch etwas, was wir natürlich als Zivilgesellschaft beobachten müssen und genau anschauen müssen, was dort an den europäischen Grenzen passiert, die eben, wie wir heute Morgen gehört haben, in Raum und Zeit ausgedehnt werden. Alexandra, angesichts dieser ganzen Pakte und Direktiven, also und Regulierungen, Verordnungen und so weiter auf EU-Ebene, ist es sicherlich auch wichtig für uns zu verstehen, was sich in Deutschland verändert oder was sich an der deutschen Grenze verändert durch diese neue Gesetzgebung. Wenn Sie uns also einige Beispiele nennen können oder einige Details darüber, was sich mittels des EU-KI-Gesetzes, das 2026, glaube ich, in Kraft treten wird, ändern wird. Naja, das ist eine schwierige Frage, weil Sie dieses Gesetz noch nicht anwendbar ist. Und deshalb ist es sehr schwierig, die Auswirkungen zu sehen. Ich denke, das Wichtige daran ist, dass es der erste umfassende gesetzliche Rahmen zu KI weltweit ist. Und das inspiriert normalerweise auch andere Rechtsprechung oder Gesetzgeber vielmehr, die dann dem folgen. Also in Bezug auf die Auswirkungen auf die deutschen Grenzen, das kann ich derzeit nicht sagen. Also ich denke, es sind hauptsächlich die EU-Grenzen, die hier die Auswirkungen sehen werden. Aber ich denke, es besteht das Risiko, dass anderen Gesetzgebern ein schlechtes Beispiel gegeben wird, dass die eben das Gleiche machen. Die andere interessante Frage ist natürlich innerhalb Deutschlands, wird das neue Parlament bzw. die neue Kommission ausreichend Ressourcen für die Durchsetzung haben, insbesondere auch der Verbote und auch die Risikomanagementsysteme für Systeme, die wir als risikobehaftet betrachten. Also das muss natürlich nachverfolgt werden. Wir brauchen auch Transparenz. Es ist natürlich sehr schwierig für die Menschen, die davon betroffen sind, zu verstehen, was eigentlich da passiert. Und sie können sich also rechtlich kaum selbst verteidigen, auch weil die KI natürlich eine Auswirkung auf Menschen insbesondere hat, die
beispielsweise nicht das Geld haben, nicht das Wissen haben und so weiter. Und deshalb bin ich mehr besorgt in Bezug auf die Botschaft, die dieser Teil des KI-Gesetzes nach draußen sendet und auch insbesondere das, was Linda angesprochen hat, die Möglichkeit, diese Technologien zu externalisieren oder zu exportieren, die in der EU verboten sind, aber dann woanders hin, nach Tunesien oder woanders hin exportiert werden. Und das finde ich insbesondere besorgniserregend. Danke. Wir sind nun mittendrin in der Diskussion in Bezug auf die EU-Wahl, neue Kommission, was das alles nun bedeutet, was das nun ausmachen wird für unseren thematischen Bereich, um den wir uns heute kümmern. Also es gibt eine Mehrheit für Anti-Migrationsparteien. Und dann hier diese Verbindung Migration, Sicherheitsbedrohung. Das war gerade das, was bei diesen EU-Wahlen alles ausgemacht hat und die Menschen beeinflusst hat. Katharina, vielleicht kannst du sagen, was hier für Auswirkungen zu erwarten sind auf Menschenrechte, für Communities von MigrantInnen. Was wird das bedeuten für die Menschen, die auf dem Weg sind, unterwegs nach Europa? Ich glaube, wir werden dafür bezahlen müssen, dass wir hier nicht konsistent gehandelt haben, dass wir hier nicht für eine gerechte Gesellschaft rechtzeitig eingetreten sind, dass hier nicht rechtzeitig eine Ausgewogenheit hat hergestellt werden können mit der extremen Rechte, dass sie nun mehr Machtposten bekleidet. Damit gehen nun so viele Dinge einher. Da muss man sich gar nicht weiter verstecken. Rassismus ist nun kein Thema mehr, das man nur hinter vorgehaltener Hand vermuten darf. Also für die menschenspezifische Personengruppen an und für sich geht es hier um Personen, die schutzbedürftig sind. Aber gut, wenn es hier nur noch um Überwachung geht, dann sind wir alle in Gefahr. Wir haben das nun erlaubt, ein biometrisches Überwachungssystem für AktivistInnen, für JournalistInnen, für PolitikerInnen. Und wir sehen diese Systeme, die nun schon verwendet werden für Migrantinnen, wird nun auch verwendet im Zusammenhang mit Genozid in Palästina. Auch wer gar Erasmus-Studentinnen, italienische, deutsche, sind aufgrund ihrer Proteste hinter Gittern gelandet. Wir werden sehen, diese Selektivität, Menschenrechte, lange Zeit wurde es nicht berücksichtigt. Jetzt haben wir eine geschwächte Gesellschaft. Es ist alles bedrohlich. Leider ist es die Realität. Wir müssen uns hier unserer Verantwortung stellen als Zivilgesellschaft, als PolitikerInnen, als Gelehrte. Wir müssen in den nächsten Monat den Mut beweisen, um eine Vision für ein gerechtes Europa zu verteidigen, die dann für alle gilt. Das wäre hier meine Botschaft. Und dann digitale Rechte im Rahmen der EU-Politik. Und hier wurde auch schon im Publikum das bereits erwähnt. Es wird immer mehr Austausch von Daten geben, Bekämpfung auch von Mogelei. Dieses Narrativ ändert sich gerade. Europäische Regierungen, inwieweit zieht man sie in die Verantwortung? Es ist halt eine Gewährleistung von Rechten gibt an der Grenze und
es nicht nur darum geht, illegalen Menschenhandel zu unterbinden. Wir werden sehr viele Dinge haben, die hier Einzug halten werden. Katharine, danke schön. Was gibt es hier noch seitens des aus der Vision der EU, des EU-Parlaments hinzuzufügen? Sehr viel wurde diskutiert. Wir würden gerne hören, was deine Erwartungen sind, Alexandra. Wir wissen noch nicht genau, welches wird die Mehrheit sein, die die Kommission unterstützt. Es wird hier einen Ruck nach rechts hingeben. Die ÖVP hatte ein hohes Ergebnis erzielt, auch hier die CDU, was nun den Unterschied ausmachen wird. Diese rechten Parteien, Meloni, Forza d'Italia, gehören sie nun mit zur Mehrheit oder nicht? Ist es insgesamt nur die Sozialdemokraten, die Grünen, die den Kommissionspräsidenten unterstützen? Wenn wir eher zentralistische Kräfte haben, können sie das stärker unterstützen, wenn die extreme Rechte nicht nur in die Räte, sondern in den Einzug erhält, sondern wirklich ins Parlament, dann haben wir wirklich zu befürchten, dass Rechtsstaatlichkeit nicht mehr in der EU gewährleistet sein kann. Und das betrifft uns alle und das ist stark besorgniserregend, um nur etwas technokratischer zu sprechen. Hier die Gesetze zum digitalen Markt, all das hat es schon gegeben. Es sind zum Teil gute Gesetze, aber diese Durchsetzung der Gesetze, das geht mit großen Herausforderungen einher und die extreme Rechte. Ich glaube nicht, dass sie ein großes Interesse daran hat, beispielsweise digitale Dienstleistungen, das Gesetz hierzu. Man kann die Algorithmen verändern, die sicherstellen, dass alle rechten Hassbotschaften nicht überall zu allen Leuten hingelangen. Das nämlich gerade dazu dient, immer mehr Leute für die Rechte zu gewinnen. Also das ist hier relativ weit hergeholt. Diese Profiling-Techniken müssten angeschaut werden. Sie können ansonsten leicht ausfinden, was hier wohl die Zielgruppen sein könnten, um halt die Botschaften dahin zu schicken, wo man glaubt, leicht Zustimmung zu finden. Und dann auch, dass man den ansonsten halt Botschaften, dass Migration gut ist für unseren Arbeitsmarkt. Also es wäre gut, wenn wir mit dem EU-Dienstleistungsgesetz auch eine Möglichkeit haben, diese Botschaften zu verbreiten. Aber die extremen Rechten werden widerspenstig sein diesbezüglich. Und als für die EVP ist es nun keine gute Neuigkeit, dass sie das nun in diesen neuen Konstellationen durchzusetzen haben. Und diese Mechanismen, die es gibt im Internet, diese ganzen Chatbox, die häufig von russischen Agenten genutzt werden, von russischen Akteuren, die hier nur Angst verbreiten wollen, denn sie wollen dieses Narrativ schüren, dass hier halt Migration eine Sicherheitsbedrohung ist. Da gibt es das gesamte Bot-System, das diesbezüglich besteht. Wir könnten da etwas gegen tun, aber wir brauchen dafür Ressourcen. Wir brauchen dafür einen großen Aufwand. Und all das kann nun schwierig werden mit diesen neuen Mehrheiten geprägt von der extremen Rechten. Allgemeiner gesagt, ich denke, es wird davon Interesse sein, dass man noch mehr darüber nachgeforscht werden, was für Technologien noch für die Grenzkontrolle eingesetzt werden können, wie man das noch effizienter gestaltet. Da gibt es schon
ein gesamtes Maßnahmenpaket, Richtlinie, um Schmuggelei zu verhindern. Es wird steht gesagt, das liegt ja alles nur an den Schleppern, dass wir die Menschen erhalten, als ob, wenn wir der Sache einen Stillstand bescheren können, dass dann die Leute auf einmal nicht mehr zu uns kommen wollen. Wir sehen, Mitgliedstaaten können vielleicht sicherstellen, dass viele spezialisierte Instrumente verwendet werden, um hier Kommunikation stärker zu überwachen, Chats zu überwachen, also auch wir sehen dieses Narrativ, dass hier MigrantInnen entmenschlicht werden. Das beobachten wir immer nur Migration als eine Sicherheitsbedrohung. Das ist eine Gefahr. Wir warten nun ab, was in den nächsten Wochen passiert. Und im es hängt wirklich davon ab, hat die extreme Rechte Einzug ins Parlament oder nicht. Vielen Dank, Alexandra. Wir sprechen nun konkreter über unsere Strategie. Was können wir tun inmitten all dieser Bedrohung? Vorab hätte ich gerne noch von Lena gehört bei Amnesty International. Was wird dort erwartet? Was sind wohl die Ergebnisse dieser Wahlen, Ergebnis der Wahlen hier in Deutschland? Das lastet natürlich schwer auf uns als MenschenrechtsaktivistInnen. Es ist hier etwas, was vorher gesagt wurde. Sie haben in einigen Ländern auch Rückschläge erlitten, wie zum Beispiel in Schweden. Und ich freue mich darauf, mit KollegInnen in diesen Ländern von Amnesty International zu sprechen, um zu wissen, können wir uns vielleicht hier anpassen? Können wir etwas verbessern, damit wir das auch besser verhindern können? Wir können ja als EU-Länder durchaus voneinander lernen. Und Deutschland, Frankreich, das sind die Länder, die verantwortlich sind für diese Politik, die immer dann stärker antifeministisch, antimigrantisch geprägt ist. Alexandra hat gesagt, EU-KI-Gesetz, nächster Schritt ist nun die Umsetzung. Da gibt es einen interessanten Punkt zu. Da gibt es für die Mitgliedstaaten etwas, wenn es hier um die Gesichtserkennung-Technologie geht, da gibt es einen Punkt, da können Sie nun gewisse Lücken schließen. Es gibt letztlich so viele Lücken bei dem Verbot der Gesichtserkennung im EU-KI-Gesetz. Die Mitgliedstaaten sollen gestärkt werden. Dafür kämpfen wir in Deutschland und auch in anderen europäischen Staaten. Gibt es hier noch zu einen positiven Ausblick? Und ansonsten, ich denke, es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie werden Technologien in der Zukunft von Personen, die gegen Menschenrechte agieren. Ich hoffe, dass deutsche PolitikerInnen Lücken schließen und in Sachen Gesichtserkennung da hier zu einem Verbot sich einsetzen. Dankeschön. Wir haben nunmehr nur die eine Option, nämlich zu handeln. Noch eine letzte Runde hier auf dem Panel. Dann öffne ich gerne für die Fragen des Publikums. Wir haben mit 15 Minuten später begonnen. Also 1.30 Uhr ist nun die neue Uhrzeit des Beginns des Mittagessens. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Strategien zum Widerstand als Zivilgesellschaft. Was können wir da tun? Wie kann man Fortschritte in der Politik, im Parlament erzielen? Strategien zum Widerstand, all das, was diejenigen, die sich in Migrationsbewegungen befinden, brauchen, um unterstützt zu werden. Wer möchte hier den Anfang machen? Vielleicht sollte wir das Katharina überlassen.
Ich kann ein bisschen über die Arbeit sprechen, die wir leisten, wie schon einige Male erwähnt. Ich bin darüber sehr erfreut, diese Koalition, angeführt von BiAxis, für Rassengerechtigkeit, eine Plattform für internationale Kooperation, Schutz von MigrantInnen, KollegInnen, PartnerInnen bringen sich hier mit ein bei den von uns unternommenen Anstrengungen in Sachen Widerstand. Wir müssen uns weiterhin engagieren. Im Rahmen der EU-Politik schauen, was passiert mit dem EU-KI-Gesetz. Der Vorschlag am Anfang, da gab es einen gewissen Widerstand in Bezug auf bestimmte Artikel, die nun mit im Gesetz stehen, die unzureichend sind, aber Dinge zu verbieten, das wurde als eine radikale Haltung dazu gewertet. Und für die Zivilgesellschaft, Technik des Widerstands ist ständig konsistent von Anfang an zu sein in Bezug auf das, was man einfordert. Dann muss man sich wirklich engagieren, überall dort, wo es Gruppen zu schützen gilt. Denn Zivilgesellschaft, da gibt es häufig eine paternalistische Herangehensweise in Bezug auf bestimmte MigrantInnengruppen. Sonst gibt es Forderungen, Widerstand kann sein, dass wir klar äußern, was wollen wir sehen. Wir bringen so viel Zeit damit zu, eine Rückführung vorzunehmen, den Pushback vorzunehmen. Aber wir sagen nicht, was wir tatsächlich klar wollen. Wir müssen Anstrengungen unternehmen, um denjenigen zuzuhören, die bereits und die alternative Visionen entwickelt haben. Das stammt häufig aus marginalisierten Gruppen. Die haben eine klare Idee, wie man die Dinge verändern kann. Dankeschön. Das war eine positive Sichtweise. Dann hast du uns einen guten Rat erteilt. Alexandra, ich kann nur dem beipflichten, was Katharina gesagt hat, kann nur unterstreichen, wie wichtig die Arbeit der Zivilgesellschaft für uns als PolitikerInnen ist, denn diese Arbeit können wir nicht leisten, direkt mit den Communities zu sprechen, also alles klar zu dokumentieren, klare Forderungen zu äußern in Bezug auf das, nicht nur, was wir nicht wollen, sondern was wir wollen. Und das war ja ein positives Beispiel im Zusammenhang mit dem EU-KI-Gesetz. Am Anfang, als wir über KI diskutiert haben, da hatte sich die Zivilgesellschaft wenig eingebracht. Es waren nur Sachverständigengruppen und es waren nur wenige im Vergleich mit den großen Unternehmen, die KI produzieren, damit ihre eigenen Interessen verfolgen. Dann jedoch hat sich all das verändert. Es hatte immer mehr Auswirkungen auf die Medien, immer mehr PolitikerInnen, die sich einbringen in Bezug auf das Thema. Und das war sehr wichtig. Da kann ich nur mich für bedanken. Wir machen unseren Job, bringen die Themen ins Parlament. Wir bringen die Dinge in die Medien. Aber all das muss Hand in Hand geschehen. Wir haben gesehen, sehr viel Auswirkung konnte in den Medien erzielt werden. ZDF-Magazin in Deutschland beispielsweise, da hatte eine Zusammenarbeit stattgefunden. Wirklich hat das beeinflusst, wie die Zivilgesellschaft das Ganze betrachtet. Erst waren es wirklich nur ExpertInnengruppen am Anfang. Schien es wirklich schwierig, die Zivilgesellschaft dazu zu bringen, sich dafür zu interessieren. Nun leistet hier Access Now, Amnesty International hierzu einen großartigen Beitrag. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, die
Dinge beim Namen zu nennen, die Geschichten zu erzählen, nicht nur Fakten zu bringen, sondern stets auch Geschichten dazu zu liefern, positive und negative. Das ist wichtig für die Medien. Wie kann man Technologie positiv, negativ einsetzen? Und ich möchte auch gerne diese Schlacht der Zivilgesellschaft erwähnen. Also auch, dass man die Gerichte anruft in Bezug auf Datenschutzangelegenheiten, dass all dies stattfindet. Das ist gut und dafür bedanken wir uns. Vielen Dank. Ich höre, es ist wichtig, vor Gericht sich zu streiten, Medienkampagnen zu haben. Hier sehr viel Input. Lena, möchtest du etwas hinzufügen? Ich bin mit allem, was gesagt worden ist, bereits einverstanden. Eine Kollegin, Thomas Cook, ist nicht der Einzige, der diese Arbeit leistet. Er hat hier diese Kommunikation. Ich versuche auch manchmal mir die besten Beispiele für gute Kommunikation zu merken. Also Thomas hat einmal gesagt, alles, was wir heute getan haben, war falsch. Wir haben ja über all die schlechten, negativen Dinge gesprochen. Wir haben also psychologisch betrachtet hier uns in diesem Rahmen bewegt, haben über Sicherheit gesprochen. Als Gesellschaft müssen wir mehr positive Visionen voranstellen, sicherstellen, dass die Personen verstehen, wie sie sich auch mit einbringen können und MigrantInnen ihnen klarzumachen, dass sie keine abstrakte Zahl sind, wenn sie sich hier gerade in Migrationsbewegung befinden. Man muss Geschichten ein Gesicht verleihen. Thomas hat mir gesagt, das ist psychologisch auch notwendig, denn es passiert etwas mit unserem Mitleid, sobald wir nicht nur Zahlen haben. Zahlen, damit können wir uns nicht identifizieren. Wir brauchen ein Gesicht, eine Familie. Das ist wichtig, dass wir Einzelschicksale erwähnen. Also das ist hier ein interessantes Thema dazu. Und dann Risiken von aufkommenden Technologien. Viele Dinge hätte ich gerne verboten. Man muss auch schauen, wo kann es den Personen, die in einem Migrationskontext sich fortbewegen, helfen. Also diese Überwachungskamera, ich mag Überwachungskameras nicht, aber sie verwenden das, um zu dokumentieren, wenn sie zurückgedrängt werden, wenn Frontex oder libysche Küstenwache hier versucht, sie zurückzudrängen, wenn es hier diese Schiffe gibt, Drohnen, kleine Flugzeuge werden zum Einsatz gebracht, um die Küsten, um die hohe See zu überwachen und es wird überwacht, ob es irgendwo Boote gibt von Personen, die gerettet werden müssen und man hat schon versucht, auch seitens der italienischen Behörden die Zivilgesellschaft zu kriminalisieren, wenn sie hier solche Aktionen unternehmen, um Menschen zu retten, die sich in Seenot befinden. Also Technologie wird auch von den Geflüchteten, von der Zivilgesellschaft genutzt. Vielen Dank. Thank you so much. I think it's Vielen Dank. Ich denke, dass es wirklich wichtig ist, daran zu denken, dass die Überwachung ja in beide Richtungen gehen kann und wirken kann. Und dass man eben auch Menschenrechtsverletzungen mit der gleichen Technologie entdecken und dokumentieren kann. Also vielen Dank, Alexandra, auch dafür, dass Sie uns daran erinnert haben, dass es so wichtig ist, die Debatte über KI zu eröffnen, offen zu führen. Und ich denke, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass ja, es hier ExpertInnen gibt, wo wir quasi nichts dazu beizutragen haben. Aber es muss in der Politik und auch in der Gesellschaft diskutiert werden und wir können einen Beitrag machen. Und Sie haben ja auch gezeigt, dass Sie sehr gut verstehen, wie die ethischen und andere Herausforderungen aussehen im Bereich Technologie. Aber falls Sie jetzt im Publikum etwas nicht verstanden haben oder zu etwas mehr Informationen benötigen, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, eine Frage zu stellen oder auch einen Kommentar abzugeben. Oder wenn Sie etwas mit dem Publikum teilen möchten, dann
haben wir da noch 15 Minuten Zeit. Ines hat bereits die Hand gehoben. Und dann gibt es hier noch jemanden in der Mitte. Und Sie können Ihre Frage auch gerne auf Deutsch oder Englisch stellen. Und bitte sagen Sie, wer Sie sind. Ja, vielen Dank. Also für diejenigen zu Hause. Ich bin Ines Kappert, die Leiterin des Gunnar-Werner-Instituts. Und ich möchte Ihnen allen auf dem Panel für Ihre Einblicke danken. Und meine Frage richtet sich oder bezieht sich auf die Möglichkeit des Reframings. Und das ist natürlich immer eine wichtige und große Frage. Aber jetzt mit den Möglichkeiten, die sich durch soziale Medien bieten, ist das eben auch mit der Digitalisierung verbunden. Also wie können wir ein Reframing erreichen? Wir haben jetzt eben zusätzliche technische Möglichkeiten. Und meine Frage lautet jetzt, Sie alle drei haben ja hervorgehoben, dass die Konservativen jetzt auch dieses Sicherheitsnarrativ übernommen haben. Haben Sie Erfahrungen, die Sie vielleicht mit uns teilen möchten, darüber, wie wir mit Konservativen sprechen können, um ihr Narrativ wieder zu vermenschlichen? Also gibt es da irgendwelche Schlüsselwörter oder Anknüpfungspunkte, um hier dieses Framing wieder zu humanisieren, zu vermenschlichen? Vielen Dank. Vielleicht können Sie schon einmal darüber nachdenken, wer von Ihnen antworten möchte. Und dann sammeln wir noch zwei weitere Fragen und beantworten dann im Anschluss die Fragen. Vielen Dank für diese Diskussion. Mein Name ist Christina Mecke. Ich bin vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien in Osnabrück. Und ich habe eine ganz kurze Frage zu dem Punkt, den Lina Rohrbach angesprochen hat. Also es ist sozusagen okay, Technologie, die in der EU verboten ist, zu exportieren. Aber wie sieht es mit EU-finanzierter Grenzinfrastruktur aus? Beispielsweise in afrikanischen Ländern, an der Grenze zwischen Nigeria und Niger. Also wenn die EU Grenzinfrastruktur dort finanziert, KI-basierte Grenzinfrastruktur. Gibt es da irgendwelche Regeln für solch einen Fall? Katharina und Alexandra, wenn Sie mehr über die Finanzierung kennen, dann sagen Sie das bitte, weil ich das tatsächlich nicht weiß. Aber ich denke, also wenn es finanzierte Forschung wie im Rahmen Horizon 2020 gibt, gibt es einige Regeln. Das muss Menschenrechte berücksichtigen. Also wenn die EU etwas finanziert, gibt es allerdings trotzdem auch einen großen Spielraum, denke ich. Aber da habe ich nicht so viel Wissen und würde die Frage sonst weitergeben. Möchte jemand etwas hinzufügen von den beiden zugeschalteten Panelistinnen? Ja, ich bin auch keine Expertin, aber ich würde sagen, eine Entscheidung vom Europäischen Ombudsmann in Bezug auf Überwachungstechnologie ist hier relevant. Dann geht es um die libyschen Behörden und es gibt auch einen Fall von AccessNow, Statewatch und anderen vorgebracht wurde. Und das ist hier sehr relevant. Was dort versucht wurde zu beweisen, ist, dass es eine Menschenrechtsbewertung, die vorgenommen werden sollte, bevor diese Technologie eingeführt wird. Das wurde aber nicht gemacht und das führte zu Menschenrechtsverletzungen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass diese Regulierungen und Transparenzregeln einfach nicht ausreichend sind, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Aber ja, ich würde sagen, diesen Fall sollte man sich dann genauer anschauen. Das ist ein interessanter Fall. Vielen Dank, Alexandra. Möchten Sie auch etwas hinzufügen? Ja, also in Bezug auf die Finanzierung kann ich sagen, dass wenn wir über physische Infrastruktur zum Schutz der europäischen Grenzen, wie zum Beispiel einen Zaun sprechen, also wir hatten ja diese Zaundiskussion,
dann versucht die Rechte und versuchen die Konservativen, das im Haushaltskomitee so zu drehen, dass das immer gemacht wurde. Und dann bringen sie das auch ins Parlament. Und dann wird das manchmal mit verabschiedet, einfach um das ganze Paket zu verabschieden. Der Fall, den Christine nannte, ist, wenn es um Grenzinfrastruktur geht zwischen zwei afrikanischen Ländern und dortige Transitrouten, wenn ich das richtig verstanden habe, da würde ich auf das verweisen, was Katharina gesagt hat. Da bin ich mir nicht so sicher. Also vielleicht gibt es da auch eine Menschenrechtseinschätzung, die dort gemacht werden muss. Also ich weiß nicht, ob das da den politische Ansicht gibt, dass es wichtig wäre, Transitrouten dort zu verhindern beispielsweise. Also ich weiß nicht genau, ob dann die, ob dort auch die Menschenrechtssituation berücksichtigt wird. Ich komme nochmal zurück zur ersten Frage. Die fand ich sehr wichtig und die stelle ich mir selber immer. Also es gibt zwei Antworten, die jetzt nicht sehr zufriedenstellend sind, insbesondere die zweite, nicht aus Sicht von Menschenrechten und der Humanisierung von Menschen. Also das erste ist natürlich die katholische Kirche, die sich sehr stark geäußert hat in dieser Hinsicht, insbesondere die Organisationen der katholischen Kirche, die mit Flüchtlingen wie die Caritas zum Beispiel zusammenarbeiten. Die Caritas war hier sehr, hat sich sehr gut Gehör verschafft und sie versuchen auch dies, also ihre Sprache einzusetzen. Also manchmal ist es hilfreich, die Sprache der katholischen Kirche zu übernehmen, wenn man mit Konservativen spricht. Das ist also einer meiner Tipps beispielsweise. Und der zweite, der ist noch maßgeblicher. Also wir haben diesen großen Mangel an Fachkräften. Und es ist natürlich absolut idiotisch, dass wir so viel Geld dafür ausgeben, die Menschen an der Grenze davon abzuhalten, zu kommen, anstatt sie kommen zu lassen und dann auszubilden. Natürlich mögen das viele nicht, dieses Argument nicht. Aber zum Beispiel unter den Unternehmen in der Wirtschaft wird das natürlich sehr wohl gesehen. Und man kann natürlich die Leute nicht erst ausbilden und dann kommt die Polizei und schiebt sie dann ab. Also in Deutschland ist es so, dass die Konservativen und die Liberalen und auch teilweise die Sozialdemokraten die Ansicht haben, dass man einerseits Flüchtlinge hat, die absolut nutzlos sind, die man davon abhalten muss zu kommen. Und dann hat man auf der anderen Seite die hochqualifizierten Menschen, die man aus anderen Ländern quasi importieren muss. Aber es sind eigentlich die gleichen Leute, die nur auf unterschiedlichen Wegen nach Europa kommen. Also ich denke, dass man wieder zurückkommen muss auf die Tatsache, dass die Industrie, die Wirtschaft viele junge Menschen braucht. Und das sind eben junge und talentierte Menschen. Und wir müssen einfach nur einen Weg finden, sie richtig auszubilden und zu schulen, anstatt sie jahrelang irgendwo zu lassen, wo sie nicht in der Lage sind, auf den Arbeitsmarkt zu gehen, die Sprache auch nicht richtig lernen. Wir müssen einfach unsere Kapazität als Gesellschaft verbessern, sie zu integrieren und sie vielmehr als Talente und als Chance betrachten, vielmehr als eine Bedrohung oder etwas Ähnliches. Also das würde sicherlich helfen, das Narrativ zu verändern und zu verändern, wie die Menschen, die Geflüchteten betrachtet werden. Und das wird natürlich helfen, also positive Geschichten helfen. Also ich habe immer wieder einen AfD-Menschen getroffen im Wahlkampf und der hat dann gesagt, naja, Hochausgebildete kommen ja nicht über das Mittelmeer. Aber ich habe gesagt, ich kenne eine Familie mit 6 Kindern und das erste macht jetzt seinen Doktor in Physik, spezialisiert sich auf medizinische Maschinentechnologie und der zweite studiert IT und der dritte macht auch, das dritte Kind macht auch einen Uni-Abschluss. Also wenn man eine Geschichte erzählen kann, dann wird das Ganze greifbar. Wenn man nur sagt, okay, da sind Flüchtlinge aus Syrien, die der deutschen Gesellschaft nicht zurückgeben können oder so, dann ist das natürlich eine andere Sicht auf die Dinge. Und also ein Punkt ist, die Sprache der Kirche übernehmen. Die Kirche ist sehr kritisch, was das angeht, arbeitet auch mit Flüchtlingen zusammen. Und gegen die Rechte kann man wirklich mit praktischen Beispielen vorgehen, dass man die Menschen wirklich als Chancen beschreibt, dass unsere Gesellschaft wirklich Talente braucht und angesichts des demografischen
demografischen Wandels und so weiter brauchen wir eben Zuwanderung, um unsere Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Katharina ist gerade drauf und dran, etwas hinzuzufügen. Also bitte, gerne. Und dann kommen wir noch zu der nächsten Frage und zwei weitere Fragen. Gut, ich fasse mich kurz. Ich denke, dass es eine interessante Frage ist, die wir natürlich stellen sollten. Und ich möchte auch die Tatsache hervorheben, dass es ist nicht so, dass die Menschen das nicht wissen. Sie wissen das alles. Sie wissen, die Menschen ertrinken. Sie wissen, was passiert. Es ist ihnen einfach egal. Und auch das, was in Gaza passiert. Es geht nicht darum, dass die Menschen das nicht wissen. Es ist etwas anderes. Und ich stimme natürlich mit dem überein, was Alexander gesagt hat. Aber ich denke, dass diese Herangehensweise auch bedeutet, dass man in diese Falle der Entmenschlichung tappt. Denn wenn die Menschen wirklich beweisen müssen, dass sie es wert sind, von dem System aufgenommen zu werden, dass sie eigentlich unterdrückt. Naja, also ich verstehe natürlich den funktionellen Ansatz, aber gleichzeitig ist es so, dass man dieses Ungleichgewicht, dieses Machtungleichgewicht aufrechterhält, dass jemand, der kommt, dann beweisen muss, dass er es wert ist und so weiter oder wertvoll ist. Ich verstehe, wie gesagt, warum es in manchen Kontexten funktioniert, aber wir sollten uns sicherlich immer daran erinnern, dass es einen großen Prozentsatz der Menschen gibt, die nicht wählen gehen, die ihr Recht nicht wahrnehmen und auch viele Menschen, die nicht das Recht haben zu wählen. Also es gibt hier viel Macht zurückzugewinnen von Menschen, die oft nicht gesehen werden. Man muss auch hinterfragen, ob der Sicherheitsbegriff so aufrechterhalten werden kann, wie er gegenwärtig betrachtet wird. Und es gibt natürlich auch, also das ist natürlich ein längerer Weg, das muss schrittweise gemacht werden. Wir müssen eine Beziehung aufbauen zu Menschen, die traditionell ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt sind. Und wir müssen natürlich aber auch neu formulieren, was Sicherheit bedeutet. Vielen Dank. Ich denke, das ist der Kontext oder der Kontext, in dem wir in Deutschland darüber sprechen, ist, also das, was in Gaza passiert, auch die Babys, die in Gaza ermordet werden. Da müssen wir natürlich auch sagen, dass Babys auf der anderen Seite getötet worden sind. Und wir müssen natürlich auch Empathie für beide Seiten zeigen und nicht nur für eine Gruppe oder eine Untergruppe. Mirka Kelleck. Vielen Dank an das Panel. Ich möchte noch einmal zum KI-Gesetz zurückkommen und fragen, wie die Beziehung zwischen dem Gesetz und der Datenschutzgrundverordnung aussieht. Denn es gibt da einige Spannungsfelder zwischen dem KI-Gesetz und der Datenschutzgrundverordnung. Und in dieser Spannung liegt da vielleicht auch eine Chance, einigen der schlimmsten Aspekte des KI-Gesetzes quasi etwas entgegenzusetzen. Denn die Datenschutzgrundverordnung wurde ja auch genutzt, um Strafen zu verhängen, wenn Regierungen Technologie in problematischer Weise genutzt haben, wie beispielsweise in Griechenland, wo das kürzlich passiert ist. Also sehen Sie dort ein Spannungsfeld und sehen Sie da die Möglichkeit, zurückzukämpfen, also sich gegen die schlimmsten Auswirkungen und Auswüchse des KI-Gesetzes zu wehren? Ja, an alle im Raum, die nicht wissen, was GDPR, also DSGVO, bedeutet, das ist eben die Datenschutzgrundverordnung. Mirka kann das kurz erklären. Ja, es geht um eine allgemeine Gesetzgebung zum Datenschutz. Wer möchte die Frage aufgreifen oder vielleicht noch die nächsten beiden Fragen und dann haben wir die letzte Antwortrunde. Hallo, mein Name ist Leia Michan. Vielen Dank für diese sehr interessante Konferenz heute. Und es ist eigentlich keine Frage, sondern mehr ein Kommentar, den ich abgeben möchte. Ich bin Migrantin und ich unterrichte auch in diesem Bereich. Und meine Frage ist, wie sprechen Sie mit
diesen Gruppen. Es ist natürlich alles legitim und auch wichtiger aus meiner Sicht, dass wir uns selbst hinterfragen als Linke. Also was ist auch unsere Verantwortung mit Blick auf den Rassismus, den es in Europa gibt? Das ist das Erste, was mir in den Kopf kam. Und ich habe auch ein bisschen darauf gewartet in der Diskussion, dass es weniger Abgrenzung gibt, also von den anderen, sondern vielleicht, also es, vielleicht wäre es gut, wenn sie eben PolitikerInnen, AkademikerInnen und AktivistInnen einladen, die vielleicht auch MigrantInnen sind. Ansonsten fühlen sich Migranten vielleicht auch etwas ausgegrenzt. Also und das ist ja quasi das Thema der gesamten Konferenz. Und natürlich auch der Punkt, dass man der Rechten sagen muss, gut, es gibt Erfolgsgeschichten und es gibt, aber aus Sicht vieler MigrantInnen ist genau das das Narrativ, was wir bekämpfen wollen. Wir sind Menschen, Punkt. Wir wollen niemandem etwas beweisen müssen. Wir wollen nicht zeigen müssen, wir sind keine Monster, wir sind besonders gut oder was auch immer. Wir wollen einfach sein können, was immer wir sein wollen. Wir sind einfach Menschen. Und also, dass wir überhaupt anderen überweisen müssen, dass wir quasi ein Recht auf Existenz und Bewegung haben und so weiter, das wollen wir nicht. Also, wir sind natürlich quasi durch die Migration, durch die Bewegung ins Leben gekommen. Und wir wollen niemandem beweisen müssen, dass wir jetzt gute Migrantinnen sind, sondern wir wollen gleichberechtigt sein und wir sind einfach Menschen. Vielen Dank. Mein Name ist Hertzberg. Ich arbeite als Rechtsberaterin im Bereich Migration, Asyl hier in Deutschland. Das mache ich schon seit einigen Jahren. Und also in der EU und verschiedenen Ländern insgesamt seit 20 Jahren. Und ich habe gesehen, dass die Politik und die Verordnungen, Gesetze immer aggressiver werden. Und ich habe gedacht, dass es ziemlich viel Desinformation auch gibt. Also das, was die Menschen als Information vorgesetzt bekommen, ist oft falsch. Und darauf wird aber kaum reagiert, auch aus der Politik nicht. Also es gibt, kommt dadurch immer mehr zu aggressiven Versuchen, Migration zu kontrollieren. Meine Frage ist also, wird dagegen etwas gemacht? Also diese KI und der KI-Einsatz. Und meine zweite Frage lautet, wird die KI im Bereich der digitalen Grenzkontrolle in der EU genutzt? Und das sehe ich als Lüge, denn das, was eigentlich in Polen, Ungarn oder Litauen passiert, und da versucht man einfach das Ganze als Kontrollmechanismus zu nutzen. Also wenn man um Asyl ersucht in der EU, das wird einfach umgedreht und das ist quasi wie eine Lüge, weil wir einfach aus pragmatischen Gründen nicht davon weggehen können. Entschuldigung, aber die Frage war jetzt nicht so leicht zu verstehen, seine Anmerkung der Dolmetscherin. Jetzt noch bitte die letzte Frage und die Frage zur Datenschutzgrundverordnung. Gibt es hier Freiwillige, die die Frage beantworten wollen? Lena bereitet sich vor, gut. Naja, ich kann damit beginnen. Also bezüglich KI als ein Verbündeter, denke ich, dass die Zivilgesellschaft und als Zivilgesellschaft wir bereits Erfahrung haben mit Kameras, wenn es um die Dokumentation von Polizeigewalt geht beispielsweise, allerdings weniger mit KI, denn leider ist es so, dass die man braucht viele Ressourcen, man braucht viele Schulungsdaten, Daten, die häufig aus dubiosen Quellen kommen, das heißt,
Die KI kann nicht so leicht von zivilgesellschaftlichen Organisationen genutzt werden. Ich weiß, dass die KI beispielsweise genutzt wird von Menschen, die Forschung betreiben, auch in den syrischen Archiven, denn es gibt so viele Dokumente, Interviews mit Folterüberlebenden. Und man muss natürlich nicht immer alle Dokumente lesen. Aber wenn es jetzt um die Dokumentation von Gewalt an der Grenze geht, bin ich mir sicher, dass es da auch Lösungen geben wird, die in der Zivilgesellschaft gefunden werden. Aber noch kenne ich keine Beispiele. In Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung ist es sehr interessant. Das sollte man sich genauer ansehen und diesen Zwiespalt zwischen dem KI-Gesetz und der Datenschutzgrundverordnung. Was Menschen beispielsweise machen könnten, ist, dass man KI-Entwickler auffordert, Daten bereitzustellen bzw. zu fragen, welche Daten sie nutzen, um ihre KI zu trainieren, um das Ganze einfach transparenter zu machen. Denn wenn das, denn es sind oft ja auch Daten, die im Internet zu finden sind und die dann von den großen Unternehmen auch für die LLMs genutzt werden. Und das sind oft auch persönliche Daten. Und zur zweiten Frage, also vielen Dank für das Feedback. Und ich würde gerne auch mehr darüber sprechen. Und natürlich, dass dieses Wording, diese Wortwahl uns, ja, müssen wir vielleicht dann auch eher einsetzen, wie als es ist immer schwierig, wen man sozusagen in dem Moment meint. In manchen Zusammenhängen ist das auch nicht gleich klar. Ja, manchmal meint man mit wir die weiße Mehrheit oder auch andere Gruppen, aber das müssen wir sicherlich auch überdenken. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank. Also es ist jetzt 17:55. Es ist jetzt Mittagszeit und ich möchte Ihnen allen danken für die Zeit, die Sie hier mit uns verbracht haben, die Expertise, die Sie eingebracht haben, das Feedback. Vielen Dank dafür, auch für das Feedback zu den positiven Narrativen. Ich denke, das ist auch etwas, was wir am Nachmittag noch fortsetzen werden. Und ich denke, es gibt hier viele Fragen, die aufgetaucht sind und die vielleicht auch schon beantwortet werden oder auch erst heute Nachmittag. Wir sehen uns in einer Stunde wieder.